Hallo meine lieben Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Quiz auf diesem Kanal. Was geht ab, Leute? Falls ihr jedenfalls das Quiz machen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Hier unten rechts könnt ihr auf Type-Quiz gehen, hier könnt ihr die ganzen Typen auswählen, hier könnt ihr Generations-Quiz machen, wie ihr wollt. Macht sehr gerne selber dieses Psycho-Quiz, was wir heute machen. 15 Minuten Zeit geben wir uns, hier könnt ihr euch unten links die 15 Minuten geben. Macht es selber sehr gerne, schreibt mir eure Punktzahl in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, es gibt 100 Psycho-Pokémon, es gibt sehr viele legendäre Psycho-Pokémon. Damit werden wir uns heute sehr krass auseinandersetzen. 100 Pokémon ist auf jeden Fall eine stramme Zahl. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir starten mit Abra. In 3, 2, 1, let's go. Abra, Kadabra, Simsala und Bim. Okay, wir haben auf jeden Fall Mew, Mewtwo. Damit können wir auch schon mal richtig viel abschließen. Deoxys, Jirachi, Latias, Latios. Junge, so viele Formen, die wir die alle haben. Holy shit. Gen 1 haben wir auf jeden Fall noch Hypno und Traumato. Dann haben wir noch, was hat Sabrina noch? Lamus, Flegmon, Lashoking. So viele Pokémon, die überall aufgedeckt werden. Ein bisschen später kommt dann noch Rosanna, so wird sie geschrieben. Zwischen Rosanna und Hypno gibt es auf jeden Fall noch Psycho-Pokémon. Machen wir erstmal weiter mit Johto, dort haben wir Xatu und Natu. Dort haben wir ein Dami-Tier. Auf jeden Fall in Hisui, weil ich habe gerade an Dami-Plex gedacht. Apropos Dami-Plex nehmen wir auch direkt Girafarig. Haben wir einen Psycho? Ja, wir haben Willi. Willi hat Lamus, Xatu. Was hat Willi noch? Ich schreibe nur währenddessen, ich überlege ein. Was hat Willi noch? Der hat Xatu, der hat einen Lamus. Krass, dass mir gerade so wenig Pokémon von Willi einfallen. Aber ich habe echt keinen Plan gerade. Also ich komme legit auf nichts. Richtiger Blackout, was Willi hat. Ich komme nicht drauf. In Höhen haben wir Lunastein, Sonfel, Lepumentas, Pupanz. Wir haben auf jeden Fall Phinexis. Ich gehe auch so ein bisschen gerade die Starter noch so parallel durch. Also ich mache gerade ganz viele Sachen legit gleichzeitig. Höhen. Was gibt es denn in Höhen? Gibt es ein Äquivalent, eine Tauschentwicklung mit einem von Psychotypen in Einall? Weiß ich gerade nicht. Gehen wir weiter. Arena-Leiter erstmal durch. Maybe, ist wahrscheinlich am klügsten. Ben und Svenja haben glaube ich, Xatu, Lepumentas, Sonfel und Lunastein. Ich glaube, irgendwie sowas. Oder die haben zwei Lepumentas und beide Sonfel und Lunastein. Irgendwie so. Also, die haben gar nicht so die krasse Auswahl. Wir haben auf jeden Fall in Hisui auch noch ein Psycho-Pokémon. Wir nehmen auf jeden Fall diesmal direkt Arceus und Amigento mit. Das ist auf jeden Fall klar. So, wir gehen weiter. Arena-Leiter oder so durch. Wir haben auf jeden Fall Somnium, Somnivora, Morbites, Monozyto, Hypnomorba, Mollymorba, Mitodos und Zytomega. Was hat die Top 4 noch von Einall? Die haben ja nur Psycho-Pokémon, ne? Also die haben ja, also beziehungsweise nur Einall-Pokémon. Das ist halt die Sache, die hat in Schwarz und Weiß 1 gibt es nur Einall-Pokémon, da hat die 4 Psycho-Einall-Pokémon. Sie hat Somnivora, sie hat Morbites, sie hat Zytomega und ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. So, wir gehen weiter mit legendären Pokémon, maybe. Was haben wir in Einall? Psycho-Legendäres. Gibt's doch Safe, oder? Kubidos war Fee. Und nicht Psycho. Carlos haben wir Psycho-Legendäres. Es sind noch so viele Psycho-Legendäre, Alter. Holy shit. Boah, das wird witzig. Kronospa haben wir auf jeden Fall. Zack. Haben wir auch schon mal sehr viel abdecken. Lola haben wir Lunala. Ja. Necrozma. Ja. Sogaleo. Cosmog. Und Cosmovum. Junge, es gibt ja kaum Psycho-Pokémon in Alola. Einfach die Cosmog bis die Crossma einfach alles durchweg. Wusch. Voll. Starter ist nicht von Typ Psycho. Nee, Fee, Geist, Kampf. Gala haben wir auch keinen Psycho-Starter, oder? Nee.
um den Normaltypen. Aber wir haben Zensekt. Zensekt ist nicht Morbites. Nee, wie heißt der letzte? Wie heißt der denn? Kerada. Und entwickelt sich in... Wie heißt denn der Marienkäfer? Marithelit. Marithelit. Nice, das ist auch das G-Max-Mon hier. Nice, sehr gut. Meloetta haben wir auf jeden Fall noch. Meloetta. Ist auch noch ein Psychopokémon. Zwischen Zydomega und Meloetta ist auf jeden Fall dort. Wir müssen weiter, glaube ich, irgendwie... Oh, ich hab noch gar keinen Einsatz. Wir gehen mal die Doppeltypen erstmal durch. Psychonormal haben wir Girafarig. Haben wir... Oh, wir haben... Wollen genau und Isso fällt mir gerade noch ein. Pantimos, Pantimimi, Pantifrost. Auch schon mal sehr viel abdecken. Psychowasser. Namus Lashoking. Gibt's noch mehr. Jetzt safe noch mehr. Ich glaube, es gibt noch mehr Psychowasser-Pokémon, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt noch mehr Psychowasser-Pokémon. Psychowasser, Psychowasser, Psychowasser. Fällt mir gar nicht ein. Psycho. Pflanze, Kokowai, Owai, Kokowai, Owai, Psychopflanze, Psychopflanze gibt es auch noch mehr. Das Problem ist, wenn man dann an ein Pokémon denkt, dann ist man da drin gefangen und du kommst nicht weg von Kokowai. Wie willst du jetzt Psychopflanze auf ein anderes Pokémon projizieren? Ist das legit fucking unmöglich. Deswegen lassen wir es erstmal offen. Psychofeuer, Phoenixes. Ist eine Psycho-Ultra-Bestie? Ich hasse es mir, diese Frage zu stellen, weil ich Angst habe, dass ich es dann verkacke, aber ich glaube nicht. Psycho-Feuer, was nicht Phoenix ist. Es gibt, glaube ich, auch mehr Psycho-Feuer. Weiß ich nicht. Psycho-Elektro. Wildes Typing. Gibt es doch bestimmt, oder? Psycho-Elektro. Klingt für mich nach einem wilden Typing, aber mir fällt gerade legit nicht sein. Psycho-Eis ist natürlich Kusila, lol. Kann ich Rosanna aufschreiben, aber nicht Kusila. Das triggert die Leute. Würde mich auch triggern beim Zuschauen, bin ich ehrlich zu euch. Es gibt hier sogar die Shiny-Funktion, finde ich übel sick. Psycho-Ground. Psycho-Boden. Lepomentas. Und dann hört es schon wieder auf. Gut, machen wir weiter. Psycho-Flug haben wir auch noch. Symbolara. Den dürfen wir auch nicht vergessen. Psycho-Kampf. Mediti. Meditalis. Trasler, Kirlia, Gardevoir, Galagladi. Wir haben auch fast alle Mega-Evolutions durch, ne? Ich glaube, die Frage habe ich sogar mal gestellt bekommen bei Kusha in einem Quiz. Ich glaube, es war bei Kusha. Wie viele Psycho-Mega-Entwicklungen es gibt. Und ich habe es richtig beantwortet. Ich habe auch, glaube ich, alle aufgezählt. Aber wer bist du? Du bist auf jeden Fall aus der dritten Gen. Zwischen Meditalis und Latias und Latios. Dritte Gen gibt es zu viele Psychomons. Ja, es gibt halt Ben und Sven, ja, aber... Metagross ist es nämlich. Seht ihr, dann haben wir doch schon alle Megamons. Zack, Metagross, Metang und Tunnel. Sweet. Dann haben wir auch hier noch ein Basis-Pokémon... Vor ist so noch ein Basis-Pokémon. Uff. Fällt mir gar nicht ein. Kalos haben wir noch ganz wenig. Gibt es in Kalos ein Psycho? Gibt es. Aber Re-Rap, ich habe so lange... Das letzte Mal, dass ich XY gespielt habe, ist Jahre her und ich spiele gerade die Soling, aber die haben dort nicht ihre Pokémon, wie sie die normalerweise haben. Das ist das Problem. Wir haben auf jeden Fall Psyana. Dürfen wir nicht vergessen. Evolution ist immer sehr, sehr wichtig. Raichu. Kann man mal mitnehmen. Vielleicht, es gibt selber auch noch irgendwelche Alola Galamons. Ich meine, wir haben schon viele Galamons. Wir haben schon 5 Galamons, actually. Also Galaform. Hisui-Form, komm, machen wir die mal. Die geht doch eigentlich auch relativ schnell, wenn man da einmal durchgeht. Wir haben Maxantor, damit hier. Wir haben, Xantor, damit hier. Zweite Insel haben wir Ursaluna und Priscilla. Dann haben wir Salmagnus und Akani. Dann haben wir
Sneeboss und Elektroball. Dann haben wir Waschakri. Zack. So, dann muss hier einfach nur die ganzen Dings-Pokémon durchgehen. So, wir haben auch auf jeden Fall noch ein G-Max-Mon, was auch aus der 8. Generation sein muss. Ja, das kann gut sein. Mir fehlt noch so viel, Alter. Psycho ist echt schwer, glaube ich. Bin echt sehr gespannt, wie ihr hier abschneidet. Guck mal, einmal haben wir noch vor Somnia mein einzelnes Psycho-Pokémon. Was so früh kommt. Von den Startern ist es auf jeden Fall nichts. Es hat nur Flambirex und zwei Typen. Victini. Victini ist das Mon dort an der Stelle. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch nichts vorher aus so einem Typ Psychos. Hä? Wen wollt ihr hier verarschen? So, ein Ei nochmal vielleicht überlegen. Wir haben auf jeden Fall zwischen Lashoking und Kronospa ein Slot frei. Was ja auf das DLC hindeutet. Ne? Das heißt, dieses Mon muss ein Pokémon sein, was im zweiten oder ja, vielleicht auch, ja, im ersten oder im zweiten DLC dazu kam. Calyrex und Spectre sind es nicht. Ich komme legit gar nicht drauf. War es ein komplett neues Mon? Ich glaube nicht. Es gab gar nicht so viele komplett neue Mons. Carlos fehlt mir noch echt viel. Ne? Wenn ich jetzt in Carlos bin, gehen wir Carlos durch. Zack, zack. Hier gerade alle Arena-Leiter durch, weil die haben bestimmt irgendwas. Zack. 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 Auch seit der 7. Arena fällt mir gar nichts so ein. Legendary ist irgendwas in Carlos. Bestimmt. Es gibt nicht so viel Legendary dort. Hooper. Kann ja hier nicht Hooper vergessen, Alter. Wo kommen wir denn da hin? Mein Lieblings-Pokémon durchgehen, wäre vielleicht eine Idee. Da gibt es doch bestimmt einige. Also Mewtwo und Hooper gehört zu meinem Lieblings-Pokémon. Unite-Pokémon durchgehen. Trassler, Confusion, Hooper, Panimos. Da hört es, glaube ich, dann auch schon wieder auf. Ich bin sehr enttäuscht. Celebi. Wenn ich ihn schon bei Pflanzen nicht errate, kann ich ihn wenigstens hier erraten. Mir fallen auch die ganze noch Mons aus der Psycho-Sektion ein. Muss man auch dazu sagen. Hat er Sinnoh-Mons? Okay, ist auch noch. Kann immer noch relativ spät sein. Fossilien gibt es auch keins von Typ Psycho. Ich glaube nicht. Carlos, noch irgendwas? Irgendwas? Das G-Max-Mon aus Galar. Galoppa. Und Ponita. Ich sage, es gibt, glaube ich, echt einige Galar-Formen, die den Psychotypen dazu bekommen haben. Gibt es noch irgendwas, das den Psychotypen dazu bekommen hat von Galar-Mons? Fällt mir gerade auf jeden Fall nichts ein. Oh Gott, es ist schwer, es ist echt schwer. Vor allem so viele Basismons überall, ne? Also in Johto sind noch zwei Basismons, in Hoenn ist noch ein Basismon. 10 bringt auch noch nichts, dafür fehlt mir noch viel zu viel. Wobei 28 schon krass ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Na gut, es sind drei andere Formen noch bei den Mons dabei. Das eine ist die G-Max-Form und dann gibt es noch zwei weitere Formen. Vielleicht ist ein Mon mit drei verschiedenen Formen. Also, das Mon hat noch zwei weitere Formen. Das kann sein. Keine Ahnung. Vielleicht komme ich in Kanto drauf. Ich werde mich am Ende so ärgern wegen so vielen Monsters, wenn ich jetzt schon bei 28 sind echt viel.
schaue gerade meinen Raum. Legit, fällt mir auch nicht, also komme ich auch nicht durch nichts drauf. Pff, nee. Ich glaube, das war's. Traurig. Actually, ich bin wirklich sehr enttäuscht von meiner Leistung. Boah. Das war so eine Present-Runde, wisst ihr, wie ich meine? Das war so eine Present-Runde. Okay, ich bin gespannt. Lugia, ach, Ikorito. Starmie wäre es gewesen, okay. Okay, also. Also. Passt auf. Starmie mache ich kein Auge. Ikorito. Starmie mache ich. Ja, nicht so Auge. Ikorito auch nicht. Lugia mache ich dick Auge. Spoilen, Kroing, Palim, Palim mache ich kein Auge. Selfie, Wespe, Tobitz, Giga-Auge. Giga-Auge. In Einall mache ich kein Auge. In Carlos actually auch gar nicht so sehr. Fala mache ich Auge. Ich sage ja, ich habe sogar gesagt, es gibt zu viele Legendaries. Arctos wäre es gewesen. Okay. Hätte ich drauf kommen können. Aber es gibt viele, auf die mache ich gar nicht so extrem Auge. Kyogre hätte ich weiter die Quizzes letztes gemacht, wäre ich, glaube ich, auch drauf gekommen. Ich glaube, es gäbe viele Monster, auf die ich dann trotzdem noch gekommen wäre. Die anderen beiden Formen wären gewesen Flampivian, Psyaugon und, Flampivian und Psyaugon. Nee, Flampivian nicht. Servol und Psyaugon wären die anderen Formen gewesen. Und Zilembrim war die G-Max-Form. Hätte ich an Betis denken müssen. Ich muss mehr an verschiedene Rivalen denken. Damn! Aber es sind tatsächlich ziemlich viele Psycho-Pokémon, an die man echt schwer denkt, glaube ich. Aber Turbo-Self, Vesprit, Giga-Auge. Lugia auch. Weil ich bin die Cover überall durchgegangen und ich habe nicht an Lugia gedacht. Irgendwie denke ich bei Lugia zu selten an den Psycho-Pokémon. Ich hoffe, auf jeden Fall, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ihr das auf jeden Fall sehr gerne eine positive Wertung da. Ich bin auf YouTube gegangen. Moin! Ich schwöre, das habe ich nicht geholt. Habe ich actually geholt, weil ich das im Kampfquiz als Hintergrundmusik benutzt habe. Und Kay hat es sehr appreciated, dass ich das mache. Deswegen, Kuss Kay. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, ist auf jeden Fall sehr gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir, wie gesagt, sehr gerne einen Quiz-Score in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos dieser Arbeit zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.